Hallo liebe Freunde, hier sind wir wieder bei Fred, dem Meisterbohrer, und wir müssen noch schnell Justice hinterher, sonst haut er uns einfach hier ab. Hallo, wir haben was zu tun. Ready? Ja, ich bin bereit. Auf geht's! Geht an eure Positionen, die kenne ich überhaupt nicht. Lockt sie an und trefft euch am Bruch. So, okay. Noch hinreiten. Muss ich alles zu Fuß machen? So, Merle. Schauen wir mal, wo wir jetzt hin müssen. Hä? Logan will was und der ist schon dort. Okay. Hm. Ja, werden wir mal sehen, wo das jetzt hier ist. So, Justice geht zu Fuß, obwohl er ja auch zwei Pferde hat eigentlich. Ah, da ist ja Logan schon. Er schnappt sich den hier schon mal. Ja, kommt, den kann... Ja, genau. Ein Faustschlag und erledigt. So, hier und verwöhnten Hund, Honig, komm, Merle, wir mischen ja auch mal mit, sonst kriegt der Logan hier immer das Beste ab. Hallo, darf ich auch mal? Das riecht so übrig. Genau, gib's den Baum, Logan. Ja, der hat mich eben schon so komisch angeguckt. Was hier? Oh, Aluminiumschrott, das können wir auch noch mal mitnehmen. Ey, macht ruhig weiter, Jungs. Ich bin hier gerade am Aufräumen. Hier wieder so viel Zeug rum. Was haben wir hier noch Schönes? Ein Granit. Na gut, nehmen wir mal mit. Ach, wir haben noch unsere neuen. Das geht doch viel schneller, oder? Jo. Das ist ja echt Wahnsinn. Wow, das geht echt. Was stehen hier für Dinge rum? Ah, gab's früher hier nicht. Da sind jetzt Ghouls drin. Ja, nochmal reicht jetzt auch. Was haben wir hier? Neblige Bastion. Können wir noch ein bisschen Sisalbaum nehmen? Jawohl. Dann können wir unsere Schwiegermutter wieder an den Sitz fesseln. Das war nicht meine Idee. So, gucken wir mal. Hier ist auch noch ganz viel. Hier noch so einen schlafenden Pilz. Den machen wir gleich mal ein böses Erwachen bereiten hier. Fußball. Hier haben wir noch so einen Zangen. Hallo. Zeig mir mal deine Zange, mein Freund. Hey, das war mein Ball. Ui, ei, gut. Ah. Sowas. Hier einfach so rum. Oh, mein Lootbag ist voll. Was ist denn hier schon wieder passiert? Ach, nee. Dann kommen wir dann einfach mal hier. So, was haben wir denn hier alles? Ohrringe, was soll ich denn immer damit? So, Wüstenpilzstämme, wo kommen die denn her? Okay. Hätte vorher noch mal ein bisschen was rausschmeißen sollen. Hier, wo sind die anderen jetzt eigentlich hin? Die haben den ganzen Spaß und ich... Hui! Da hinten. Ah, hier. Okay, jetzt haben wir eine Questmarker hier erstmal. Tag, Herr Pilzhut. Hallo? So, was macht ihr hier? Ach, kommt Leute, einmal hauen, fertig. Ach, nicht so ein Theater. Hier ein Mini-Hut. Uff! Oh, ist so viel bunte Sterne. Hui. Ah, hier, Unholz, hallo? Ach, Mann, ey. Könnt ihr wenigstens mal ein bisschen mitspielen? Was haben wir hier? Kommen die nur mal ganz klassisch. Es ist auch ein bisschen Entspannung, einfach mal so ein bisschen mit der Hand zu klopfen, statt es mit Maschinen zu machen. So. Schön. So, da hinten müssen wir jetzt hin. Da läuft Logan rum. Hallo? Wo war das jetzt hier? Ne? Hm. Nehmen wir nochmal Sisa. Und schon mal hier bin. Ach, ja. Kann man nachher noch einen sammeln. Ist hier noch irgendwas? Komm hier rein? Nee. Vielleicht noch eine Schatzkiste? Nee, wird mir auch nichts angezeigt. Dann können wir noch ein paar Unholde beseitigen. Eigentlich eine lustige Idee mit diesem Pilz, der dann seine kleinen Mini-Pilze noch rauslässt. Ah, hier machen wir mal so einen Boss umholt. Gemetzel! Ach, war schon, okay. Was haben
hier noch? Ah, kein Loot hier wirklich. Das wird ja wieder teuer hier. Oh, habe ich überhaupt Lebenspunkte Verlust? Noch nicht so wirklich. Ja, komm. Ja, können wir uns auch neu machen. Immer das Geld ausgaben. Das ist alles teuer. Aber hier ist irgendwie sonst auch nichts. Kann ich mal ein bisschen Zeug mit hier. Kann man immer gebrauchen. So, guck mal, was dieses mit diesem Bruch auf sich hat hier. Können die Bäume auch anbohren hier eigentlich? Huch, was jetzt? Mann, das ist ganz schön anstrengend. Geht es euch allen gut? Ich bin noch nicht mehr ins Schwitzen gekommen. Kein Problem. Einer der Mutanten hat einen hübschen Stein nach mir geworfen. Ich hab was Danke gesagt. cool. Nah, sure. Ja, cool, Fred. Denkst du, du kannst dieses Loch füllen? Ja. Hey, Justice, warte, dieser Bruch. Er sieht aus, als hätten sie ihn aufgeschnitten. Ein Dosenöffner, oder? Ja? Ja? Auch wenn wir sie hier versiegeln, was hindert sie daran, einen anderen zu öffnen? Wir müssen ihnen den Dosenöffner wegnehmen. Ja, gute Frage. Okay, Plan B. Unsure wird hier bleiben und sie darin hindern, herauszukommen. Ich, Logan und Fred werden in die Ruinen gehen und den tiefsten Bruch finden, der dort und dort versiegeln. Wie klingt das? Ich würde gern Plan C hören. Plan C ist noch gar nicht aufgeschrieben worden. Okay, es geht mal wieder hier ins Abenteuer. Ach komm, jetzt halt auf zu jammern. Die kleine Mädchen. Hey man, I've seen stuff. Mal gucken. Ey, rennt mir nicht einfach in die Ziellinie. Was ist denn hier? Here we are. Hier sind wir. Sieht aus wie eine Fabrik aus der alten Welt. Was meint ihr, was das hier ist? Die stellen Shampoo her. Böses Shampoo. Shampoo? Shampoo? Meinst du das ernst? Naja. Ja, leider. Das Shampoo des Bösen. Ich hab's gewusst. Von Dr. Böskopf. Hey, glaubt ihr, dass diese Mutanten das Ergebnis davon sind, dass man zu viele davon benutzt? Von der Frisur her, ja. Los geht's. Ich denke, da drin gibt's immer noch eine Menge grünes Gas. Zeit, dein Vakuum zu benutzen, Fred. Bleib bereit. Ich vermute, dass noch härtere Kämpfe bevorstehen. Okay, soll ich die wegsaugen oder was? Nehmt dies, ihr Bösewichte. Ja, die machen das schon hier. Kommt mal hier rein. Genau, einmal mit dem Hämmerchen. Hey, das hat mich ihm geschenkt, oder? Come on. Los geht's. Schauen wir mal, ob es einen Weg durch diese Tür gibt. Schauen wir mal, ob es einen anderen Weg gibt. Hä? Ja, was wollt ihr jetzt? Was ist hier? Eine Medizinflasche. Das haben wir auch noch hier, ne? Reliquienbeutel. Da muss ich mal aufmachen irgendwann. So. Medizinfläschchen haben wir bekommen. Da muss ich ja was wegsaugen. Hier ist das böse Shampoo Grüni. Flop. Du böses Ding. Das hat aber jetzt eine neue Form, oder? Hat man das nicht schon mal gehabt? Toiletten, das ist zu spät. Okay, Effekt. Es gibt dann sogar noch einen Effekt. Plus 50 Verteidigung für 30 Sekunden. Ein Shampoo aus der Grüni-Produktserie aus der alten Welt ist wäscht und pflegt nicht nur das Haar, sondern färbt die Kunden auch auf charmante Weise grün. Charmante Weise. Mhm.
Oh, tatsächlich. Ja, ich bin Schreck mit Staubsauger. Wunderbar. Ja. Will ich jetzt wieder zurücklaufen oder was? Oder Justice hat die Hosen voll und will einen anderen Weg. Nee, komm, wir müssen doch hier irgendwo Schalter finden oder sowas. Die Nase sieht ein bisschen komisch aus. Ne? Hast du ein Nasenpflaster an oder sowas? Hier dürfte es einen Weg geben, vermute ich. Ah, aha. Was machen die denn hier? Hey, wenn du das Hey Ho singen. Hey Ho, Hey Ho. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Schaut mal. Der böse Pilz. Das ist es. Der macht dir das Grün. Es ergibt einfach keinen Sinn. Warum gibt es hier so viele Mutanten? Vielleicht kommen sie von woanders her. Eingewandert. Nee, diese Typen sind die gleichen wie die, gegen die wir vorhin gekämpft haben. Müssen aus demselben Ort kommen. Schaut mal, sie wiederholen immer das Gleiche. Es ist nichts da und sie graben einfach. Ja, und das mache ich auch immer. Habt ihr schon mal gehört, dass manche der Mutanten früher Menschen waren? Die Zeit der Dunkelheit hat sie verändert, sie brutal und wild gemacht. Ja, das habe ich auch schon gehört, das ist düster. Los geht's, ich denke, wir sind ihnen dicht auf den Fersen. Ja, wir sehen sie auch gerade. Folgt ihre Spur, da wissen wir, woher sie kommen. Ob es hier eine komplette Pflegeserie gibt, also nicht nur ein Shampoo, möchte ich jetzt nochmal. Entschuldigung, habt ihr noch mehr von diesem Grüni-Zeug, Leute? Ich frag nur für. Aus Interesse für Freunde. So. Hello, Logan. Kann man sechs saugen? Nee, stopp. Ja doch. So, kann man diesen Pilz hier beseitigen, sonst ist Logan morgen früh noch am Rennen. Naja gut, geht wohl nicht. Hallo! Pilz des Untergangs! Wir sind jetzt dein Untergang! Können wir das hier auch wegsaugen? Ich habe jetzt viel Grün hier. Hey. Hier ist eine Tür. Kommen wir aber nicht hin, okay. Aha, hier bei einem Obermotz rumlaufen. Müllberg? Boston? So ein Lament, okay. Was das hier wohl ist? Das mag doch wohl kein Schalter sein. Juhu! Was haben wir drin? Juhu, 300 Golds. Okay, ich dachte, da wäre noch was drin. Ah ja, okay. Uiuiui, so viel Zeug. Dörrfleisch, juhu. Brauche ich zwar nicht, aber ist auch egal. So, hat mir jetzt nicht eben noch was mit Gesundheit? Ausdauer brauche ich eigentlich nicht. Kritische Schaden, Ausdauer. Na komm, essen wir das, dann ist es weg. Tomatenfischverteidigung, Schaden. Brauchen wir eigentlich alles nicht, aber gut. Grüni, Gift. Naja, das grüne Shampoo war nochmal was anderes hier. Das ist nur normales. Ups, was hat denn da noch drin? Hä? Wir haben ein neues Bild bekommen, die kleine Biene.
Wie schön. Jetzt können wir ein Bild von der Biene Maya uns ans Zimmer hängen hier. Das habe ich mir auch schon immer gewünscht. Gut. Ja. Was ist denn nun schon wieder? Das ist aber auch nervig, ist mir jetzt auch wurscht. So, weiter geht's, Leute. Kann ich jetzt zuerst wegsaugen? All that green stuff is poison. Geht's? Ja, ist gut, jetzt ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Keiner tut dir was. Das ist wieder teuer hier alles. Ich könnte hier noch so eins, dann habe ich auch noch mal was Platz. Ja. Ja, alte Teile brauche ich auch nicht wirklich. Im Schrott habe ich eigentlich genug. So, mal gucken. Kann man das hier so wegsaugen? Ah, wir müssen es hier durchsaugen, sozusagen. Hallo, Hummeise. Hier scheint das ja hier nichts auszumachen. Ich saug hier gerade, hallo? Da kann man sich bei der Hausarbeit nicht konzentrieren. Jetzt ist aber mal gut. Oh, Entschuldigung, Ameise. Naja, ist mir egal. Wollte ich nicht, tut mir leid. Ja. Lop, die Lop, weg damit. Grüni habe ich denn jetzt, ey. Könnte jeden Tag unser Kamel jetzt färben. Mal bei Merle ausprobieren, ob die dann auch eine andere Farbe bekommt. Oh, ob wir wohl da lang müssen, wo dieser Pfeil hin zeigt? Bin mir da unsicher. Die Hummeise tut uns nichts. Noch ein grünes Shampoo. Ja, cool. Ey, die haben den ganzen Spaß alleine. Ach Mann. Na gut, kommen wir nochmal. Wie stark soll wieder die Hausarbeit machen? Die spielen hier den Helden. Wir können auch hier hoch. Ne? Hey, mal ganz ruhig. So, nimm dies, du übelriechender Unhold. Da müssen wir das auch mal wegsaugen. Hey, das ist meine Truhe, Finger weg. Ich bin hier der Sauger. Ich krieg den Loot. So. Okay. Ein Blechfrosch. Warum auch immer. Gut. So, was haben wir hier rumliegen? Müllberg. Schon wieder. Borsten von Thorsten. Na gut. Was haben wir hier? Rosmarin? Hier? Lebt hier ein Chefkoch hier unten oder was? So. Naja, gut, gucken wir mal. Auf sie mit Gebrüll! Ja? Oh, das wollte ich jetzt gar nicht, aber egal. Falsche Taste. Hä? Hä? Was ist denn jetzt los? Das stimmt jetzt hier nicht. Okay, ich bin am falschen Slot gekommen hier. Ich weiß schon, ob ich Pilze nicht mag. Jetzt haben wir hier nochmal Müll. Ach, da kriege ich wieder nur Borsten oder sowas. Ich habe nochmal Truhen.
Und noch immerhin 12 Goals. Wir müssen die Spesen auch wieder reinkriegen hier. Medizinflasche. Gut, das deckt sich. So, da war noch so ein rumspringen, der noch nichts gecheckt hier. Hallo, dein Chef ist schon hinüber. Du hüpfst immer noch rum, sonst macht man nicht. Dann geht immer dann sofort nach Hause. So, Feierabend. Was? Was ist denn hier am Husten? Uiuiui, okay. Da müssen wir uns durchsaugen. Fried der Staubsaugervertreter, Teil 2. So, meine Putzfolge. Ja, viele Kisten hier unten. Das muss man schon sagen. Okay, das heißt, ja gut, dann kann man sich das mit dem Loot auch ein bisschen leisten hier unten. Da ist ein Kram hab hier echt jetzt. Naja, 1800, ne, aber Grüni-Shampoo. Oh, das ist eigentlich 50%, ist gar nicht so schlecht. Jetzt habe ich hier eine Agave, okay, das war neu. Das ist im neuen Gebiet. Nanomaterial können wir auch gebrauchen. Pappelholz haben wir auch jetzt eins noch. Das vierte, glaube ich, mal eins für irgendeine Waffe. Gut, kann man auch gebrauchen. Diese Chitinpanzer brauche ich eigentlich für gar nichts. Die kann man eigentlich komplett knicken, die Dinger. Die sind für nichts gut. Und das kriegen wir hier jetzt noch. Alte Teile brauche ich eigentlich auch nicht. Da habe ich Millionen von. Hm. Da mache ich mir jetzt nicht die Kiste mit voll. Da ist die Performance hier unten ein bisschen schlecht. Er reagiert ziemlich langsam hier unten. In diesem neuen Gebiet ist ein bisschen buggy, glaube ich, hier. Ups, ah, wir kriegen Schaden über dieser blauen Plörre. Kann man die wegsaugen? Ja. Dann kriegen wir nochmal einen Grüni. Man kann auch drüber hüpfen. So, ob wir diesen Schalter betätigen sollen. Hm. Alright, so. Da geht's nach unten. Da geht's anscheinend raus. Hier irgendwie sowas wie eine Karte. Ja, ausnahmsweise. Hier geht's raus. Okay. Manchmal hat man ja keine richtige Karte für den Innenraum. Oh, hier nochmal ein Grüni. Hier ist ein. Tür. Geht aber nicht auf. Okay. Kann man das hier abbauen? Nee. Das ist nicht vorgesehen. Was haben wir da? Nochmal ein Grüni. Okay. Ich kann den ganzen Sandrock damit vergiften. Ey. Guck mal, hier ist eine Giftmüllablagestation anscheinend. Daher kommen die ganzen Mutanten. Hm. Da können wir es nochmal heilen, okay. Hm. Dang. Even for up to no good company. Verdammt, selbst eine Firma, die so etwas Übles tut, ist das ein bisschen viel, oder? Ich kann nicht glauben, dass sie so etwas verkauft haben. Ja, für die Haarpflege ist eigentlich nicht zu teuer, nicht wahr? Seht ihr dieses Rohr? Dort fließen die Chemikalien durch. Vielleicht können wir den Fluss stoppen, damit es in der Sandrock-Gegend keine Mutanten mehr gibt. Plan C? Plan C? Die gibt's wirklich? Ich wusste nicht, dass Plan C wirklich gibt, aber okay. Hier ist aber auch wieder viel Gift, wie es hier aussieht. Okay. Muss man wieder Saugi 2000 hier in Anspruch nehmen. Und die latschen einfach durch. Ich bin noch nicht fertig mit der Dekontamination, Leute. Wartet doch mal. Jetzt sind wir gleich bei Plan T wie tot. Mensch. Was haben wir hier? Nochmal Golds. Oh, ein Meisterwerk Seite an Seite. Ich glaube, das hatten wir schon. Ich habe jetzt so viele Bilder, ich kann eine Galerie aufmachen. Schon wieder alte Teile. Das ist doch Schrott. Die brauche ich für nichts. Ja, oder? Hm. Nee. Ich glaube doch nicht.
Okay, wir haben schon so viele Bilder mittlerweile. Oh, hier müssen wir uns jetzt auch wieder durchsaugen. Wir saugen uns durch diesen Level hier. Oh je, oh je. Klettern wir mal nach oben. Komm, dann heilen wir uns mal. Ja, ihr müsst schon nach oben. Nach oben, Leute, nach oben. Ich stehe jetzt auch im Gift. Ach, ein Blechfrosch. Okay. Gehen wir mal hier lang. Oh. Die latschen da unten einfach durch. Ich glaube, ich spinne. Hallo, hier geht's lang. Leute, was macht ihr da unten? Oh. Sag mal. Ach, da sind sie ja wieder. Sehr schön, jetzt, also. Huch. Oh, Laufband? Okay. Ein Laufband. Gibt das hier Ausdauer? Das wird aber teuer hier, ey. Ach, hier haben wir noch so ein lustiges Bild. Cartoon-Tier. Okay. Habe ich zweimal denselben. Okay, auch interessant. Gibt man ganzer Verdienst drauf hier. Jagdmalhorn brauche ich auch nicht. Da habe ich genug von. Oh, das ist ja praktisch. Ja, bringt sie zu mir, die Dinger. Ja, danke schön. Kann man hier irgendwie dagegen laufen? Ups. Oh, ja, ja, ich darf. Was denn jetzt? Oh mein Gott! Wir kommen in Frieden! Aua! Dann eben unser Frieden! Genau, erst kämpfen, dann reden! Ich muss es versuchen! Sollen wir jetzt hier kämpfen? Uah, ich hau mal ab hier! Seid doch nicht so garstig! Ich wollte euch nur lösen! Aua, der hat immer gut zu bekommen. Oh, die sind ganz schön stark. Erstmal den kleinen Schergen hier weg. Ey, ich bin so dumm gelacht. Oh. Vorsicht, da werden noch mehr kommen, hört! Listen. Let's take a look. Das hört sich an wie Elsie schnarchen. Schauen wir mal. Ist jetzt vergiftet oder was? Okay. Guck mal, was wir für ein Loot finden. Autsch. Ich wollte es eigentlich nicht, aber naja. Oh, da hinten ist auch noch was. Glitzert ist immer gut.
Ein Grüni. Na gut, da haben wir ja einiges von. Ist hier oben noch irgendwas? So, ihr Helden hier. Schönes Erinnerungsfoto. Kann da oben irgendwie drauf. Starke Medizin. Oh gut, das ist nicht schlecht. Das können wir brauchen. Haben wir noch ein bisschen was drauf gekriegt. Dann können wir die zumindest nehmen. Wo sind die jetzt hin? Hier haben wir auch noch Hitschlag-Medikament. Das gibt uns Ausdauer. Das ist auch nochmal Ausdauer. Die brauche ich nicht. Hier gibt es Lebenspunkte. Okay, die können wir nehmen. Das nehmen wir, aber das brauche ich jetzt hier nicht. Das erhöht den kritischen Schaden. Und Santinudeln erhöhen nochmal den Schaden. Okay. Können wir auch nochmal nehmen. Was haben wir hier? Ich habe eine Schnarche hier. Psst. Elsie ist hier. Ach du Schande. Was ist denn da los? Die schlafen. Besser nicht stören. Schauen wir uns ein wenig um. Genau. Regeln für die Abwasserbehandlung. Wastewater Treatment Rules. Die Abwasserbehandlungsgrube muss regelmäßig gereinigt werden, damit die lästigen Regierungsaufseher nicht merken, dass es sie gibt. Nutzt die Reinigungsfunktion. Aha, die Elektrizitätsleistung für das Abwasser muss ordnungsgemäß ausgerechnet sein, damit sie funktioniert. Haltet sie sauber. Das von den Kunden zurückgegebene Grünzeug kann direkt in die Abwasserbehandlungsgrube gegossen werden. Das ist alles dasselbe. Okay. So geht das heutzutage in der Schönheitschemie. Wenn du die Grube einschaltest, dann gehst du vergewissere dich doppelt, dass sich kein Arbeiter darin befindet. Nehmt Jerry als Beispiel für euch alle. Wir zahlen keine Entschädigung für Unfälle. RIP Jerry. Also wartet mal, sie benutzen Abwasser, um diesen Kram herzustellen? Ja Gott, das machen sie doch alle heutzutage, oder nicht? Wir könnten die Maschinen benutzen, um die Verschmutzung zu bereinigen. Wir müssen ja schließlich denken als Handwerker. RIP Jerry. Ich kann Jerry nicht. Ja, das ergibt Sinn. Hier gibt irgendwas Sinn. Hier steht, dass die Maschine eine Reinigungsfunktion hat, oder? Wenn wir sie benutzen, können wir die ganze Sache schön sauber machen. In Ordnung, lass uns ein bisschen herumstöbern und sehen, ob wir einen Weg finden, um mit dem Aufräumen zu beginnen. Okay, das ist die große Aufräumfolge von Centrock. Ja, da habe ich schon lange nicht gewartet. Oh, jetzt habe ich Krach gemacht. Warum liegt hier Rosmarin rum? Man weiß es nicht. Gut, das werden wir uns aber in der nächsten Folge hier angucken, wenn es heißt hier Justice, und Logan und Fred räumen auf, putzen alles sauber und dann machen wir eine schöne Party drin und so. Keine Ahnung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid nicht eingepennt. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.